Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne eine neue, eigentlich ist die gar nicht so neu, die aktuelle Mystery Box von Spectrum Collections vorstellen. Das ist die hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir hier mal zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eben nochmal geschaut, die ist auch tatsächlich noch verfügbar. Also wenn ihr Bock auf die Box habt, dann gönnt euch hart. Die kostet 57 Euro plus 6 Euro Versand. Also 63 Euro waren das, was ich dafür bezahlt habe. Und Spectrum Collections kennen wir ja von den Pinseln. Die haben so schöne Pinselsets, Leute. Beautiful. Die haben aber auch andere Sachen, ne? Zum Beispiel habe ich hier ein Goodie dazu gekriegt, den Pinch Pot Bone Blush. Den gucken wir uns gleich mal an. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt. Ich habe so ein bisschen nämlich reingelinst in die Bewertung von dieser Box. Und die waren so positiv. Da war was mit Winnie Pooh und so dabei und da konnte ich nicht Nein sagen. Also wir gucken uns jetzt mal hier den Umkarton an. So schaut das aus. Das ist doch wirklich hübsch gestaltet, oder? Kann man wirklich nicht anders sagen. Hier hinten drauf haben wir auch so Gläser, Marmeladenglas, Löffel, keine Ahnung, Weingläser, läuft bei ihm und zwei Gabeln. Keine Ahnung, soll halt auch so ein bisschen am Picknick erinnern. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt mache ich das Schätzelein einmal auf. Oh mein Gott, Hello Kitty ist ja auch noch mit am Start. Und hier haben wir einmal den Blick in die Box. Es geht schon super los. Ich habe hier Winnie Pooh, das möchte ich mir mal anschauen. Winnie the Pooh, Spectrum, Disney, ne? The best beer in all the world. 1008 Lux Petal Brush. Also da scheint ein Pinsel drin zu sein. Ja. Also ein bisschen ramponiert sieht die Verpackung aus, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und oh mein Gott, ist das ein toller Pinsel. Der ist gelb. Hat hier so Honigding dran. Ding dran. Mag ich ja gerne leiden, ne? So Honigtropfen. Der ist weich. Spectrum ist, glaube ich, vegan. Also komplett, ne? Dass die halt auch Synthetikhaar haben. Aber so weich, Leute. Und die sind nicht günstig. Deswegen ist 57 Euro plus 6 Euro Versand echt gerechtfertigt. Ich musste keinen Zoll bezahlen. Kam per Hermes. Keine Ahnung, ob das noch irgendwie nachträglich kommt, aber eigentlich nicht. Ja, richtig, richtig toll. Richtig toll. Ich habe vor 8 Tagen übrigens bestellt und vor 8 Tagen habe ich auch das bei Instagram gepostet. Also falls ihr mir dort noch nicht folgen solltet, macht das gerne, holt das gerne nach. Das ist ein schöner Pinsel, mit dem kannst du, der ist halt so, also zusammengequetscht, ne? Kannst du halt abpudern, du kannst dir Blush auftragen, du kannst Bronzer oder Kontur damit auftragen. Der ist nicht fluffig oder so, aber ich mag solche fester gebundeneren Geschichten total gerne. Schön. Dann habe ich... Oh, das ist aber groß. Das ist ein Pinselset von Hello Kitty. Brunch Menu. Oh, geil. Oh, geil. Vier Pinsel sind hier wohl drin. Und Hello Kitty, die war in meiner Jugend einfach da. Die kam und die blieb. Und die, also ich mag nicht so gern, Entschuldigung an alle Katzenliebhaber, aber ich bin ja eher Team Hund, ne? Ich bin jetzt nicht so der Katzenfreund. Aber Hello Kitty, muss ich gestehen, fand ich immer super. Die habe ich immer gefeiert, da hatte ich auch immer irgendwie was von. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Die B02, die B05, die B06 und die B10, weil die bringen ja eigentlich immer die gleichen Pinsel, die sie halt haben und dann in unterschiedlichen Collections raus, ne? Ey, wer mir jetzt sagt, das ist nicht hübsch, der lügt doch. Ich finde das großartig. Und dann hast du hier so Schleifchen. Und das sind, also immer wenn ich von Spectrum Pinsel verwende, ne, das sind immer die Pinsel, wo dann nachher nachgefragt wird, oh, was hast du da für Pinsel verwendet? Ich habe ja auch so dieses Mermaid-Set mir damals über eben solche Sale-Aktionen gekauft. Ne? Das kam halt in so einer Mystery-Box. Hello Kitty. Und ich feiere die einfach, weil die richtig gut von der Qualität her sind. Bekommt die ja normalerweise auch bei Purish. Ich weiß gar nicht, ob aktuell Claudis Welt 15 drauf gilt, dass ihr da Rabatt kriegen würdet. Ich will gerade gar nicht aufhören, die zu streichen, weil ich das so schön finde. Der ist jetzt, da steht ein Haar ab. Das ist aber nicht schlimm, ist ein kleiner Produktionsfehler. Also ich bin begeistert, wirklich jetzt schon von denen, ne, dass wir das so haben. Jo, richtig toll und sinnvoll und praktisch und brauchbar. Und hier habe ich Macarons drin, das sind bestimmt Schwämmchen. Emily in Paris, Paris French Macaron, ein dreiteiliges Schwämmchen-Set. Das ist wahrscheinlich super unpraktisch, damit sich die Foundation einzublenden. In Pistazie, Rose und in Himbeere.
Riechen die auch? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wäre dumm, weil die wäscht man ja eh, ne? Aber ja, damit halt die Foundation auszublenden, sind wir mal ehrlich, ne? Ist jetzt nicht so das Einfachste der Welt. Fühlen sich super schön weich an, also richtig gut. Kannst halt so dann mitarbeiten, halt großflächig, ne? Da kommst du jetzt nicht präzise unter die Augen drunter oder so. Ich denke, die werden mal weiter wandern, aber auf jeden Fall finde ich die sehr, sehr süß. So als Geschenkset ist es definitiv süß, kann es nichts zu sagen. Und ich packe ja auch immer mal wieder Adventskalender und so und verlose ja auch hier auf dem Kanal super viel. Und da weiß ich, dass sich garantiert da jemand drüber freuen wird, wenn das in der Verlosungsbox mal so drin ist, ne? Klaro. Das heißt, das kann ich zur Seite packen. Aber an und für sich die Schwämmchen von Spectrum finde ich gut. Dann habe ich hier ein Produkt drin. Spectrum X Disney Colorful Glowful Pixie Dust Hydrating and Illuminating Mini Mist. 50 ml sind hier drin und das ist einfach mit der Tinkerbell Collection. Ob ich Tinkerbell mag? Schon ziemlich, ne? Ich habe ein Tinkerbell-T-Shirt. Ich liebe diese Frisur, die meiner Meinung nach auch immer wieder an Tinkerbell erinnert. Ich liebe es halt auch so ein bisschen. Ich bin also wer mich auch auf Aglow gesehen hat oder wer mich halt auch in Persona schon mal gesehen hat oder noch sehen wird, der weiß halt einfach, dass ich vieles bin, aber definitiv nicht elfengleich. Also ich bin jetzt nicht so ein zierliches, kleines, dünnes Persönchen. Werde ich nie sein, will ich auch gar nicht. Also allein meine Statur her wird es gar nicht hergeben. Ich bin 1,73 groß und, ne? Ja, aber ich mag halt gerne diesen Vibe, den Tinkerbell halt einfach versprüht. Und dass das jetzt einfach gerade hier drin ist, während ich so aussehe, ist halt einfach total funny, muss ich gestehen. Ich mag Tinkerbell, ja. Frech, aber auch klug. Ein bisschen naiv. Ich finde die knuffig, mag ich gerne. Und ja, das hier ist, wow, wahrscheinlich eine Glitzerbombe, Leute, oder? Ich schüttel das mal. Und gucken, da ist eine Kugel drin. Das hatte sich nämlich hier gerade auch so abgesetzt. Ja, und dann sehen wir das, ne? Werde ich, ja? Wow, in welches Full-Face-Beauty-Boxen packe ich das rein? Weil mein Full-Face-Beauty-Boxen August ist einfach schon dermaßen voll. Ich muss mal gucken. Wenn ich Sachen eh doppelt und dreifach habe, dass ich das dann vielleicht auch noch in September mit reinnehme, weil jetzt im August habe ich so viele Mystery-Boxen, Special-Boxen und so bekommen, ne? Richtig krass. Aber das fand ich, also das finde ich wirklich schön. Kann aber auch schief laufen, dass man nachher aussieht, als hätte man wirklich Tinkerbell zu sehr geknutscht. Dann habe ich hier noch etwas drin und zwar Spectrum Glowful Mini Hydrating and Illuminating Primer. 15 ml, das finde ich schön. Ne? Ich mag es halt, wenn wir hier so dekorative Kosmetik auch drin enthalten haben. Klar, Spectrum steht für Pinsel vor allem, aber sowas finde ich klasse. Schön. Schau mal an, ne? Und dieses Video versuche ich dann auch wirklich noch diese Woche, entweder morgen oder übermorgen, mal online zu stellen, dass ihr dann auch noch die Möglichkeit habt, es, wenn ihr möchtet, es nachzubestellen. Dann seht ihr nämlich schon mal, was drin ist. Denn die Mystery Boxen unterscheiden sich jetzt nicht so super krass vom Inhalt her. Also auch das mit dem Hello Kitty und mit dem Winnie Pooh, das war auch schon so angeteasert gewesen mit dem, was halt in den Bewertungen drin stand. Ne? Und was ich halt auch so von den letzten Boxen, Unboxings gesehen habe, war es immer sehr ähnlich. Cool, ey. Spectrum Mini Dark Metal Black Mascara. 3,5 ml. Hier ist einfach eine Mascara drin. Leute, das feiere ich. Dass hier so viel dekorative Kosmetik drin ist. Das ist richtig cool. Und wir haben hier gleich noch ein richtig krasses Pinselset. Das habe ich mir schön bis zum Ende aufgehoben, Leute. Ja, das ist halt eine kleine Größe von der Mascara. Also schön. Gummibürstchen. Jetzt habe ich mich angemalt. Riecht nach Mascara halt einfach, ne? Es sieht sehr, sehr trocken aus, aber sieht so aus, als würde sie die Wimpern schön trennen und verlängern. Also für mich ist es schon mal ein gutes Produkt. Wow. So, was haben wir noch? Ja, das ist nämlich das letzte Produkt aus der Box. Und zwar ist das hier einfach mal so ein krasses Pinselset. Spectrum Brushes. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, die Standard-Kollektion, würde ich jetzt einfach dazu sagen. Da hast du nämlich hier dieses Blaue und dann kommt das Lilane. Da hatten wir schon den ein oder anderen Pinsel auch mal mit in Beauty-Boxen drin gehabt. Und ich habe auch schon von Purish in der Mystery-Box das Eye-Set drin gehabt. Und hier habe ich jetzt, glaube ich, das Alles-Set oder so. Das Alles-Set kennt man, ne? Aber wir gucken uns das mal an. Ich liebe es. Vor allem finde ich das auch immer großartig. Entschuldigung. Wenn ich zum Beispiel, habe ich ja Hashtag ungeschminkt gemacht, ne? Dass ich diesen Vergleich geschminkt habe. High-End versus Drogerie. Eine Seite so, eine Seite so.
dann finde ich das immer großartig, wenn ich halt einen und denselben Pinsel verwenden kann für beide Seiten. Aber ich bin halt so ein Monk, ich mag das nicht gerne, wenn ich den Pinsel doppelt in der Sammlung habe. Es ist hohl. Es ist wirklich hohl. Es ist eine Claudi-Logik. Und Spectrum hat halt wirklich diese Pinsel und diese Pinsel sind dann einfach farblich anders und in dem Sinne ist es cool, wenn man die doppelt hat. Hey. Eine Freundin. Sie sind halt irgendwie doch nicht doppelt, weil das Design hier anders ist. Also die Form ist gleich, aber das Design ist anders. So, hier habe ich drin den B01, das ist so ein Foundation Buffer, dann so ein Puderpinsel, die A01, ne? Den habe ich auch schon in verschiedenen Varianten. Der A06, den finde ich auch ganz klasse, das ist so ein Packing Brush. Dann so ein ganz feiner, den habe ich noch gar nicht von Spectrum, die A09. Damit kann man super toll Eyeliner ziehen. Richtig gut, mache ich ja auch gerne. Klassischer Blendepinsel, die B06. Das ist dieser hier, den hatten wir, glaube ich, auch eben schon dabei. Dann, das ist so ein Concealerpinsel, die B03. Der ist auch so abgeschnitten, im Prinzip wie der Foundation Buffer, nur halt in klein. Dann haben wir hier so eine Art Eyeliner oder Augenbrauenstift. Das muss man einfach für sich entscheiden. Ciao, die A17. Dann ist in diesem Set ein Lippenpinsel drin, und zwar die A15. Kann man aber auch super für den Inner Corner verwenden. Ein Blushpinsel oder Contouringpinsel, die A05 haben wir hier drin. Und last but not least die B04. Das ist auch so ein abgeschreckter Pinsel, die mag ich sehr gerne. Vor allem hier für Schlupflider eignet sich das super, um Produkt in der Lidfalte halt aufzutragen. Ne? Und das ist hier auch noch mit drin. Also wir haben wundervolle Pinsel hier drin. Wir haben Schwämmchen, wir haben Fixing Spray oder wie auch immer, Mini Mist halt, ne? Dann ein Primer, wir haben eine Mascara, halt kein Produkt irgendwie, wo man sagen würde, das ist jetzt nicht gerade so für meinen Ton geeignet oder so. Finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert. Und für Umme mit dabei gab es an dem Tag, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, in der Farbe Inspired, den Pinchbot Bon Blush. Also das ist ein Creme Blush. Auch cool, ne? Den gab es einfach so, hier, nimm mit. So ein Mini-Pinsel ist da auch mit drin, was ich echt knuffig finde. Sehr, sehr knuffig. Die, was ist das? Warte, da stand was. B05, glaube ich. Die B05 in Mini. Okay, süß. Das soll dann quasi der, ich mach's eh kaputt. Ist in Ordnung. Guck mal. Der ist einfach knuffig, so ein kleiner Reisepinsel, ne? Kann man machen. Und damit kommst du nämlich auf jeden Fall hier in dieses Pöttchen mit rein, was aussieht wie so ein Hubbel. Also, ne, wie so eine Kuppel halt. Oh, richtig. Also, ja. Und das ist halt ein Creme Blush. So, noch hier zu. Hat was von dem, den ich auch gerade drauf habe, von Nabla. Sehr, sehr cool. Und da kommst du halt, wie gesagt, mit dem Pinsel super rein. Also wirklich eine geile Box. Man kann es nicht anders sagen. Und deswegen bin ich immer froh, wenn man halt die Boxen da entdeckt. Die letzte war irgendwie relativ schnell weg, aber die hier ist ja immer noch verfügbar. Ne? Deswegen, also falls ihr Bock auf die Pinsel habt und vielleicht ein bisschen mehr ausgeben möchtet, bei 57 Tacken sind 57 Tacken, dann gönnt euch das. Also ich finde es unschlagbar. Ich glaube, für den Preis wirst du die Produkte so schnell nicht irgendwie wiederkriegen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir so einen kleinen Einblick in die Produkte geben. Ich bin gerade einfach geflasht davon, dass hier wirklich so viele so gute Produkte drin sind und dass jedes einzelne Produkt mir gefällt. Wirklich. Also, ja gut, die Schwämmchen werde ich weitergeben, bin ich ehrlich. Ne? Aber das liegt auch daran, dass ich einfach auch andere Schwämmchen einfach mittlerweile habe und dass ich von der Applikation her das einfach anders lieber mag. Aber die sind trotzdem von der Qualität her nicht von der Bettkante zu schmeißen. Also mag ich eigentlich auch gerne. Ne? Also ich finde es gut. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!